So, heute haben wir was ganz, ganz Besonderes. Und zwar, wir bauen ein B16 Gewindefahrwerk ein, ein Seat Leon Cupra. Das Ding ist jetzt wie folgt. So ein Fahrwerk an sich bringt ja schon sehr viele Vorteile mit. Doch wenn der Einbau nicht fachgerecht ist oder ein paar Sachen nicht beachtet werden beim Einbau, nutzt man das volle Potenzial des Fahrwerks nicht wirklich aus. Und somit will ich euch jetzt zeigen, was man beachten muss und wie es danach erfahren wird. Das mache ich aber nicht alleine heute. Ein Kollege von mir ist dabei, der wird ein bisschen über die Schulter schauen. Der wird die Fragen stellen, die ihr nicht stellen könnt. Weil der ist nämlich noch nie gemacht. Los geht's. So, das ist Sven. Quasi Sven seid ihr. Also wenn du was siehst, Sven, wo du nicht weißt, worum es geht oder was ich da genau mache, dann fragst. Ja. Ja? Und wenn du schrauben willst, dann sag Bescheid. Wenn du sagst, das will ich selber machen, dann mach das und dann zeig ich dir, wie man es richtig macht. Kann das dreckig werden hier heute? Ja, das kriegen wir hin. Ehrlich? Geht. Geht? Für dich extra fein gemacht. Sollen wir auf Zeit machen oder sollen wir in Ruhe machen? Jetzt in Ruhe, oder? Genau, das ist nämlich richtig. Die meisten wollen nämlich mal angeben und unheimlich auf die Scheiße hauen, wie schnell sie so ein Fahrwerk einbauen können. Darauf kommt es nicht an. Weil man darf nicht vergessen, so ein Fahrwerk ist ein wirklich, wirklich relevantes Bauteil. Wenn man da Mist macht bei der Montage selber, dann geht es wirklich schnell in die Hose. Deswegen, Ruhe, Konzentration und wirklich aufpassen, was gemacht wird und Drehmomente beachten. Ganz, ganz wichtig. Ich fahre den Wagen mal hoch. Der Dämpfer müsste gleich loskommen. Ja. Ganz genau. So, jetzt sehen wir hier die Seriendämpfer-Federeinheit von dem Seat. Nicht verstellbar in der Höhe und mit dem Seriendomlager. Das Domlager ist das einzige Bauteil, was bei dem neuen Dämpfer mit rüberkommt. Warte mal, du hast den neuen Dämpfer noch gar nicht gesehen, ne? Stimmt, ist immer noch einfach. Weihnachten steht noch bevor. So, komm, auspacken. Da kann ich das ganze Ding angucken. Da freut er sich. Kurz cool. Vor Weihnachten. Guck, er sagt schon sehr genial, obwohl er den noch gar nicht sieht. Bei Pappe sagt er schon sehr genial. Guck doch. Sven, du bist schnell zu überzeugen. Federn. Blaue Federn. Blaue Federn. Genau. Das Gesicht. Die Männer aber sowas freuen können. Oh, scheiße, warte mal. Der ist falsch. Ist nicht falsch. Der ist noch vier wieder. So ist er. Also im Auspacken bist du gut. Das kann ich. Ja, das kann ich. Gekonnt. Hier oben, das Gummi müssen wir da rausfummeln. Genau. Cool. Sehr genial. Für mich allerdings auch. So, der Punkt ist jetzt wie folgt. Wir können hier unten den Dämpfer einstellen. Das Wichtige bei dem Dämpfer, bei der Dämpfereinstellung ist folgendes, dass du einmal den Anschlagpunkt nicht überdrehst. Mhm. Ja, das funktioniert über eine Art Scheibensystem, was du drin drehst. Wenn du das überdrehst, ist halt dieser Mechanismus, der hier drin durchgeht, defekt. Das heißt, jetzt sind wir so im Anschlagpunkt. Mhm. Auch für euch Leute, wenn ihr sowas habt und das geht irgendwie schwerfällig, dann wird das wohl auf Stufe 10 sein. Ja, also wie gesagt, verstellen und wenn der Anschlagpunkt kommt, nicht weiter drehen. Ganz, 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 ganz wichtig. So, vom Grundsatz ab würde ich immer empfehlen, dass wir bei 5 anfangen. Wir fangen beim Mittelwert an. Mhm. Und dann können wir gleich zusammen mal fahren. Dann kann man immer noch fühlen und erfahren, was du magst vom Fahrstil her. Ne? Weil ich sage immer eins, harte Fahrwerke sind keine schnellen Fahrwerke. So, weiter geht's. So, was wir jetzt hier haben, ist das originale Domlager, was wir ja gleich benutzen müssen für unser B16 Fahrwerk. Für mich ist immer sehr wichtig, wenn ihr sowas macht, dann kontrolliert bitte immer, wie der Zustand ist von dem Domlager. Weil oftmals ist wirklich da der Knackpunkt, dass die Demontage oder die Montage falsch ist. Kontrolliert das Domlager, ob das irgendwie sehr rau läuft. Guck mal bitte, ja, ob oben, was würdest du sagen, die Kugellager da in Ordnung? Fühlt sich gut an, ja. Genau. Ist auch schön von der... Genau, sehr flächig, genau. Das geht genau. Sehr gleichmäßig. Ja. Ein defektes Domlager hat nämlich folgende Problematik. Du spürst eine Art Losbrechmoment und spürst quasi die einzelnen Kugeln, wie sie laufen in dem Domlager. Mhm. Diese Sachen müssen sehr, sehr gut laufen. In dem Fall, wenn das defekt ist, holt es einfach neu. Es lohnt sich wirklich nicht, das Defekte wieder einzubauen, weil es einfach in Folge hat, dass ihr das ganze Fahrwerk wieder ausbauen müsst. So, Domlager kontrollieren vor der Montage.
Was noch sehr wichtig ist, Leute, ist, wenn ihr so einen Dämpfer einbaut, das ist das Gussteil unten, genau hat er so eine Nase, wo der Dämpfer reinrutscht. Und dass der Dämpfer auch genau in dieser Form endet. Weil viele achten da nicht drauf und dann hast du nämlich auch Höhenunterschiede von vornherein im Fahrwerk. Das heißt, links sind es vielleicht 4 mm, 5 mm, die fehlen im Vergleich zur anderen Seite. Deswegen immer darauf achten, dass der Sitz des Dämpfers perfekt unten im Gussteil ist. So, jetzt haben wir das Fahrwerk vorne links schon drin. Jetzt ist der wichtige Punkt da, der TÜV-Verstellbereich. Der wird halt nicht immer gleich gemessen. Es ist nicht immer der Punkt, dass es von Oberkante Federteller bis zum unteren Punkt des Dämpfers oder so ist. Es ist immer unterschiedlich, dafür müsst ihr ins TÜV-Gutachten reingucken. Weil jedes Fahrwerk verlangt da verschiedene Einstellmöglichkeiten. Wir haben bei dem Fahrwerk jetzt den Bereich von Oberkante Federteller bis Mitte Schraubpunkt. Mhm. Wie viel haben wir denn da, Sven? Bis Mitte Schraubpunkt, also die Schraube, ja? Mhm. Ja. Ganz kurz, du weißt, dass man das hört, ne? Ich glaube, es ist verwirrend. Wir haben einen Fotografen heute dabei, der glaubt, seine eigene Kamera nicht mehr ganz so hört. Und ich glaube, der will man doch wissen, wo das Geräusch herkommt. Film einmal drauf. So, also JP, wenn ich da richtig rausgehe, sind wir so bei 23,3 cm. Genau, 23,5, um genau zu sein. Ja. Ne? Und das ist der maximale Punkt, den du so fahren darfst, der TÜV-relevant noch ist. Du hast ein bisschen Restgewinde übrig, aber das ist einfach nur da für die gute Stimmung, sagen wir mal so. Das bleibt so. So, wir bauen den Rest ein, weiter geht's im Text. Warum bist du noch so sauber? Jetzt sind wir an der Hinterachse angekommen. Hinterachse hat fast, kommt leichter zu montieren. Viele streiten sich immer noch, ich mach hinten, weil hinten so leicht ist. Das stimmt auch. Aber hinten sind sehr, sehr viele Sachen zu beachten, wo die meisten Fehler passieren auf der Hinterachse. Ich kann ja schon mal grob anfangen. Ja? Man muss sich überlegen, bei der Hinterachse haben wir sehr, sehr viele Gummis, die halt die Achse halten und damit auch der Fahrkomfort dementsprechend ist. Wenn jetzt die Hinterachse ausgefedert ist und wir lösen alle Schrauben und bauen dann den Dämpfer wieder ein. Ja, Sekunde, ich hole mal eben ein. Was da? Da bin ich wieder. Ja? Okay, oder Sven? Wunderbar. Hast du mich vermisst? Ein bisschen. Ein bisschen? Ja. Nein, auf jeden Fall, diese Gummis hier, die sorgen ja dafür, dass der Fahrkomfort dementsprechend ruhig ist, dass der Dämpfer auch nicht zu laut arbeitet im Fahrzeug. Diese Uniball-Lager. Uniball-Lager wäre zum Beispiel ohne Gummis hier drin, sondern Metall in Metall, in so eine Metallpfanne würde das drin laufen. Jetzt ist Folgendes. Ihr seht hier, kommt man näher ran, ihr seht hier, dass die Achse, wenn ich jetzt hier entlaste, dass sie runterkommt. Wenn ich jetzt die Schraube wirklich festballer, mit einem Flachschrauber zum Beispiel, fixiere ich ja das Gummi in dieser Position. Das ist aber nicht die Fahrposition. Die Fahrposition von deiner Hinterachse ist irgendwo in diesem Bereich. Das heißt, da geht wieder Drehmoment verloren oder da ist eine gewisse Gegenkraft, die dort arbeitet, in dem Gummi selber. Das heißt, du musst, wenn du die Hinterachse gleich festschraubst, immer darauf achten, dass es die richtige Waagerechte hat, so wie das Fahrwerk arbeitet, weil sonst ist das Losbrechmoment, das das Gummi verursacht, weil das will ja zurück, ne? Gummi kennst du ja, ne? Klar. Klar gibt der Gummi. Klar. Das hat ja eine gewisse Willenskraft, ein Gummi. Mhm. Wer wäre zurück? Richtig. So, das wollen wir nicht. Deswegen muss das Richtige hochgepumpt werden. Hast du verstanden? Habe ich verstanden. Gut. Cool. Bau aus. Ja. Sven. Ja? Läuft? Läuft. Wenn ihr an der Hinterachse seid und ihr wisst nicht genau, wie rum die Feder rein muss, dann achtet immer drauf, wie ihr es lesen könnt. Kannst du es lesen? Ja. Was steht da? Vielstein. Richtig. So, Sven und ich haben das Fahrwerk jetzt drin. Alle eigentlich auf mittleren Wert, auf die 5. Ja, richtig, ja. Und wir machen jetzt eine Probefahrt, Meister. Kann losgehen? Ja, ne? Aber ich fahre erstmal. Erstmal fahre ich. Gerne doch. So, wir holen den Bock runter und los geht's. Oh, es kann ruhig schon was passen. Ja. Also schon, dass man immer ein bisschen Komfort hat. Aber noch reden kann. Das genau. Genau. Ja, das die Zeiten so sind reden. Vorbei. Die sind vorbei. Ne? Sogar zwei Zeiten mit. Wenn man einen Dämpfer hat, der zu hart ist, dann verlangt das auch immer viel zu viel vom Reifen. Weil der Reifen muss ja quasi im Moment, wenn der Dämpfer nicht reagiert und das ganze Licht des Fahrzeuges draufknallt, muss er das ja mittragen. Und das sehe ich halt wirklich von Nachteil dann.